verschiedene Möglichkeiten von uns gerade zu halten. Hier jetzt bin ich, Schultern schön hoch. Es bedingt aber, dass ich diese Mobilität da von der Schulter habe. Viele sind hier mit der Schulter. Okay, also so. Da, von Squat. Ich kann jetzt auch hier vorne kreuzen und hier vorne halten. Ich mag diese Variante ich selber nicht. Hier oder hier. Dann habe ich den Google-Klopf, den Spackermodisten. Hier und von dieser Position, Beine, wenn ihr bei mir seht, die Beine, Michael, okay, jetzt kann ich hier halten, oder bin ich hier, genau gleich, ich halte nicht fest, ich bin nur da mit meinen Fingern, am Anfang, am Debüt, das Problem ist das Handgelenk. Sie werden da nicht schaffen wegen dem Handgelenk, das tut weh, ist normal. Da geht zwei Wochen, drei Wochen und dann geht unser am Anfang, aber das tut weh. Ja, das tut weh, das ist halt so. Das geht nachher besser, das ist Gewohnheitssache. Okay? Und hier. Aber das ist nicht selbstverständlich, so einen Front Squat zu machen. Was passiert meistens? Ich den Rücken, passiert das. Gut. Ich komme hoch. Okay? Ich gehe. Hier zuerst und dann passiert, zack, und das wollen wir nicht. Gerade Rücke so weit es geht, so weit es geht, so weit es geht. Das wäre schon der Ende Form von der Front Squat. Und das wäre schon zu kennen. Wir fangen mit dem Goblet Squat. Da habt ihr in der, alles über Fische. Ich könnte Kettlebell nehmen. Kettlebell sage ich dir sehr gut, weil ihr habt hier diesen Teil. Und die hat zwei Druckpunkte. Hier unten und hier oben. Wenn ich der nehme, ist genau das gleiche. Dazu mit der Kettlebell und dem Griff kann ich schon meine Schulter hier oben nehmen. Diese zwei Punkte. Und jetzt was passiert? Wenn ich zu fest nach vorne gehe, was passiert, seht ihr? Ich verliere den Druckpunkt. Wenn ich aber schön gerade bleibe, das bleibt. Wenn jemand ein Problem hat, dann Problem zuerst mit der Keil. Okay? Und dann gehe ich hier runter. Wenn ich ein Problem mit der Knieachse, Keil plus Miniband. Und jetzt ihr müsst denken, ihr müsst auf einen Stuhl sitzen. Ich will auf einen Stuhl sitzen. Und jemand zieht mir durch den Kopf hoch. Und nicht